أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Kein Muslim kann sich wohl eine größere Ehre vorstellen, als von Allah subhanahu wa ta'ala höchstpersönlich im heiligen Koran als das Nefs von Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bezeichnet zu werden, als die Seele von Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bezeichnet zu werden. Und diese Ehre wurde nur einem einzigen Mann auf der gesamten Welt zuteil, nämlich Imam Ali ibn Abi Talib sallallahu alaihi im Jahre 9 nach der Hijra, wo er gerade einmal 31 Jahre alt war, also wirklich in einem sehr, sehr jungen Alter. Das Ereignis von der Mubahala ist eines der wichtigsten Ereignisse in der islamischen Geschichte. Und leider haben wir uns zu wenig oder zu selten um dieses Ereignis gekümmert. Wobei dieses Ereignis eines der Ereignisse ist, wo die gesamten fünf Prophetenfamilie oder die Ahlul Kisa oder die Ashabul Kisa, das heißt die Gefährten des Umhangs von Surah 33, Vers 33, wo diese als eine Einheit erschienen ist. Und das Ereignis der Mubahala war ein Jahr vor dem Ereignis von Ghadir Khum. Weil öfters werden wir mit diesem Vorwurf konfrontiert, wo ist Ali im Koran erwähnt, welche Verse deuten auf Ali ibn Abi Talib a.s. Abu Bakr wurde erwähnt, dass er der Gefährte des Gesandten Gottes ist, bezüglich der Angelegenheit der Höhle, إذ يقول لصاحبه لا تحزن, als er zu seinem Gefährten sprach, sei nicht traurig, sagen Abu Bakr, seht ihr, wird im Koran indirekt erwähnt, er wird als Gefährte des Gesandten Gottes erwähnt. Wo wird Ali ibn Abi Talib als Gefährte erwähnt? Da sagen wir, da habt ihr vollkommen recht, Ali ibn Abi Talib wird im Koran nicht als Gefährte erwähnt, 1:0 für euch. Ali ibn Abi Talib wird als die Seele des Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alihi erwähnt, als Nefs von Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Und das ist wirklich ein Rang, den Allah subhanahu wa ta'ala hier klar macht, als wolle er sagen, ein Gefährte des Propheten zu sein ist etwas und Ali ibn Abi Talib zu sein ist etwas anderes. Nennt Ali ibn Abi Talib nicht auf der Ebene der Gefährten. Weil viele kommen und sagen, die Gefährten des Propheten, darunter beispielsweise Salman, Abu Dharr, Talha, Zubair, Abu Bakr, Umar, Ali, Uthman. Nein, 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 stopp. Ali ist nicht einer der Gefährten. Die Gefährten sind etwas und Ali ibn Abi Talib ist etwas anderes. Ali ibn Abi Talib ist eine ganz andere Qualität, ein ganz anderes Level. Ali ibn Abi Talib ist die Seele des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi. Und es gibt selber sunnitische Berichte und Überlieferungen darüber, dass Abdullah ibn Umar gefragt wurde, wer sind die besten Gefährten? Eine sunnitische Überlieferung, wie gesagt. Und er sagte, Abu Bakr, danach Umar, danach Uthman. Und man fragte ihn, was ist mit Ali? Und er sagte, ihr fragtet mich nach den Gefährten des Propheten. Ali ist die Seele des Propheten, sallallahu alaihi wa alihi. Und bis zu jedem Ereignis wurden schon viele Verse bezüglich Imam Amir al-Mu'minin herabgesandt. Beispielsweise, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, minan nasi, oder wa minan nasi man yashri nafsahu btigaa mardatillah, wallahu ra'ufun bil'ibad. Das heißt, unter den Menschen gibt es auch manchen, der sich selbst im Trachten nach Allahs Wohlgefallen verkauft. Und Allah ist zu den Menschen gnädig, in Surah 2, Vers 207. Dieser Vers wurde beispielsweise herabgesandt, als Ali ibn Abi Talib in der Nacht der Hijra im Bett des Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alihi geschlafen hat und damit sein Leben bereitwillig aufs Spiel gesetzt hat, um den Propheten sallallahu alaihi wa alihi zu schützen, damit er nach Medina auswandern kann. Oder aber der Vers, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu, idha najaytumur rasula, faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa. Das heißt, o ihr, die ihr glaubt, wenn ihr mit dem Gesandten vertraulich sprechen wollt, dann gebt schon von eurem vertraulichen Gespräch eine Almosen, in Surah 58, Vers 12. Dieser Vers wurde beispielsweise herabgesandt, als viele Menschen immer wieder zum Propheten kamen und immer wieder sinnlose Fragen gestellt haben. Wir alle kennen diese Leute, die öfters kommen, immer wieder sinnlose Fragen stellen.
Was gab es bei mir gestern zum Essen? Wie viele Haare habe ich im Kopf? Wann werde ich sterben? Was gibt es morgen zu essen? Wann ist dies? Wann ist das? Aber der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, aufgrund seiner hohen Moral, aufgrund seiner hohen Tugend, aufgrund seiner Geduld, hat dann natürlich auf diese Fragen entsprechend reagiert. Und immer wieder kommen die Menschen und fragen jede Kleinigkeit, jede sinnlose Sache, bis Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, oh ihr Menschen, jeder von euch, der zum Propheten kommen will und mit ihm sprechen will, der soll eine Sadaqa, ein Almosen soll er geben. Plötzlich sieht man, dass niemand mehr beim Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa sallam war, außer Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Derjenige kam, gab die Sadaqa und sprach mit dem Propheten und stellte seine Fragen. Auch ein Vers, der bezüglich Imam Amir al-Mu'minin also herabgesandt wurde, bis dann viele weitere Verse herabgesandt wurden, bis wir zu diesem Vers von oder zu dem Ereignis der Mubahala kommen. Und das ist ein Ereignis, wo es keinerlei Zweifel gibt, dass hierbei Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ali, Fatima, Hassan und Hussein alaihi salam gemeint sind. Keinerlei Zweifel werden wir finden oder keinerlei Aussagen werden wir in der gesamten Geschichte finden, die sagen, nein, es waren andere Personen, die da anwesend waren. Während man bei Ayat al-Tatrir in Surat al-Ahzab, Surat 33, Vers 33 mit Ahl al-Bayt, während man da sagt, ja, mit Ahl Bayt sind auch die Frauen gemeint und da ist der gemeint und wiederum interpretiert, gibt es hier keinerlei Möglichkeit für Interpretationen. Jeder sagt, mit diesem Ereignis ist Ali, Fatima, Hassan und Hussein, salatullahi wassalamu alayhim, ajma'in, gemeint. Und weiterhin, das Ereignis der Mubahala zeigt uns auch die politische Stellung von Imam Amir al-Mu'minin a.s. Wir erinnern uns an dem Ereignis des Vertrages von Hudaybiyah, als alle Gefährten anwesend waren und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wen gerufen hat, damit er den Vertrag von Hudaybiyah schreibt? Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Und hier genauso, Ali ibn Abi Talib war es, der diese Bedingungen oder die Punkte aufgeschrieben hat zwischen den Muslimen und den Christen aus Najran. Das heißt auch hier ein weiterer Beweis und Stellenwert, der uns aufzeigt, dass Ali ibn Abi Talib der fähigste Politiker auch in diesem Sinne ist nach Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Weil das Argument der Mehrheit der Muslime besagt, dass er kein Khalif hätte sein können nach dem Propheten, weil er politisch nicht so stark war. Im Gegenteil. Wenn Ali ibn Abi Talib a.s. seine politische Stellung nicht so herausragend wäre, hätte der Prophet ihn nicht in diesen Situationen immer wieder zu sich geholt, damit er diese Punkte schreibt. Er hätte auch Abu Bakr rufen können, er hätte auch Omar rufen können und so weiter. Aber nein, wir sehen, dass immer wieder Ali ibn Abi Talib salatullahi wassalamu alayhi zum Propheten gekommen ist. Daher, lasst uns inshallah heute gemeinsam heute Abend das Ereignis der Mubahala ausführlich analysieren und feststellen, dass es keinen anderen Menschen gibt, der dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam näher und ähnlicher ist als Ali ibn Abi Talib salatullahi wa sallamu alaihi, und das wie gewohnt anhand folgender Punkte. Nämlich, wie wurde das Jahr des Ereignisses der Mubahala bei den Arabern benannt und weshalb wurde es so benannt? Danach wollen wir herausfinden, welche Gefolgschaft kam zu den Propheten in diesem Jahr und weshalb kam sie und was wollten sie vom Propheten? Was schrieb der Prophet in seinen Briefen an die Christen und an die Christen von Najran und was hat sie dazu veranlasst, ihn in Medina zu besuchen? Als die Christen von Najran kamen, welche Fragen haben sie dem Propheten gestellt, speziell in Bezug auf Isa ben Maryam, also in Bezug auf Jesus Christus? Und als der Prophet sagte, morgen bringe ich meine Söhne und meine Frauen und meinen selbst, was dachten die Gefährten, wen er da bringen wird? Punkt 6. Was sagte der christliche Bischof, als er diese 5 Personen sah, die zum Mubahala gekommen sind? Nummer 7. Was waren die Punkte der Vereinbarung zwischen dem Propheten und den Christen? Und Nummer 8. Zu guter Letzt wollen wir herausfinden, wie dieses Ereignis der Mubahala genutzt wurde, um Ali ibn Abi Talib a.s. zu schaden, beziehungsweise ihn diesbezüglich zu beneiden und daraufhin Groll entgegenzubringen. Das Jahr, in dem das Ereignis der Mubahala stattfand, wird als Amul Wufud bezeichnet. Wir sehen, dass in der islamischen Geschichte öfters Jahre nach bestimmten Ereignissen benannt werden, zum Beispiel Amul Fil, das Jahr des Elefanten, ja, das Jahr, in dem der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wa sallam geboren wurde. Dieses Jahr wurde als Amul Wufud bezeichnet. Das bedeutet das Jahr der Delegationen. Wieso? Bis hierhin sind wir jetzt so weit gekommen, dass der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wa sallam nun Medina erobert hat, er hat Mekka zurückerobert. Das heißt, der Prophet herrscht nun über ein großes Gebiet im heutigen Saudi-Arabien.
Das heißt, der Prophet hat also viele Ländereien erobert, ihm gehört dies alles. Er ist nun der Herrscher dieser Ländereien. Und viele Muslime haben sich nun gefragt, okay, jetzt wo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Herrscher dieser Ländereien ist, wie ist unsere Position, wie ist unsere Rolle nun? Wir sind nicht Muslime. Heißt es, wenn wir jetzt nicht an seinen Glauben oder wenn wir seinen Glauben nicht annehmen, würde er uns jetzt töten, würde er uns foltern, würde er uns bestrafen? Wir als Christen, dürfen wir weiter unseren Glauben ausleben? Dürfen wir weiterhin die Kirchen besuchen? Wir als Juden, dürfen wir unseren Glauben behalten? Dürfen wir Synagogen besuchen und so weiter und so fort? Diese Menschen wussten nicht, die Nicht-Muslime wussten nicht, was da jetzt auf sie zukommt. Deswegen haben sie den Propheten besucht, um zu schauen, was denn nun ist, was jetzt passiert mit ihnen. Andere wiederum sagten sich, wir kannten bisher Muhammad nicht. Wir kannten nur die Gerüchte von den Quraysh, dass er ein Verrückter sei, dass er ein Dichter sei, dass er ein Zauberer sei. Nun haben wir die Möglichkeit, direkt mit ihm in Kontakt zu treten, mit ihm zu reden und zu schauen, wer dieser Mann denn wirklich ist, der nun der Herrscher dieser Ländereien ist. Das heißt, es kamen verschiedene Delegationen zum Propheten und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sprach immer auf eine bestimmte Art und Weise mit jedem Menschen, der zu ihm trat. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Prophet sprach immer gemäß dem Intellekt seines Gegenübers. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte: "Nahnu ma'ashirul anbiya, umirna an nukallima an-nas ala qadri 'uqulihim." Wir Schar der Propheten, uns wurde befohlen, mit den Menschen gemäß ihrem Intellekt zu sprechen. Und das ist wirklich ein Punkt, auf den wir extrem berücksichtigen müssen. Vor allem diejenigen, die einen Minbar haben, wo sie zu den Leuten sprechen, diejenigen, die bestimmte Lehrtätigkeiten haben und andere unterrichten, wir müssen uns angewöhnen, gemäß dem Intellekt der Menschen zu sprechen. Die Moschee ist keine Hausa, wo wir 16- bis 20-jährigen Jugendlichen hochphilosophische Themen präsentieren, mit denen die Jugendlichen nichts anfangen können. Es spricht nichts dagegen, mit der Sprache der Jugend zu den Jugendlichen zu sprechen. Es spricht nichts dagegen, auf die aktuellen Probleme der Jugendlichen einzugehen, bevor man diese hochphilosophischen Themen behandelt, mit denen die wenigsten Jugendlichen etwas anfangen können. Deswegen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die Delegation kam zu ihm. Beispielsweise, wenn Beduinen zu ihm kamen, dann fragten sie den Gesandten Gottes, sie grüßten ihn, er grüßte sie. Sie fragten ihn: "O Mohammed, was sagst du über Kamele?" Und er sagte: "Das sind Geschöpfe Gottes, wir respektieren sie." "Was sagst du über Schafe?" "Das sind Geschöpfe Gottes, es sind Tiere, wir respektieren sie." "Was sagst du über jemanden, der Kamele oder Schafe stiehlt?" Und er sagte: "Das ist ein ungerechter Mensch und dieser muss bestraft werden." Okay, wenn das so ist, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. So einfach war es für sie. Der Beduine kennt nur seine Kamele und seine Schafe und die, die es klauen. Er fragt den Propheten: "O Prophet, was machst du mit dem, der meine Schafe und Kamele klaut?" Er muss bestraft werden. Okay, das ist richtig, ich nehme den Islam an. Er braucht keine philosophische, hochkomplexe Argumentation für die Existenz Gottes. Ihn hat schon dieser Punkt gereicht. Seine Kamele und seine Schafe, wenn diese gewahrt sind, nimmt er den Islam an, das hat ihm schon gereicht. Andere kamen beispielsweise, Dichter, Banu Tamim, sie sagten: "Oh Muhammad, wir hörten, dass du extrem gut in der arabischen Sprache bist, wir sind bereit, dich herauszufordern." Er sagte: "Geht zu meinem Gefährten Hassan ibn Thabit, debattiert mit ihm, wenn ihr ihn besiegen könnt, dann könnt ihr gern zu mir kommen." Sie gingen zu ihm, Hassan ibn Thabit, sie haben es nicht geschafft, sie haben daraufhin den Islam angenommen. Wieso? Weil in ihrer beschränkten Welt besteht die Welt aus der arabischen Sprache, aus der Kunst der Poesie, und wenn sie gesehen haben, dass jemand sie in diesem Punkt bezwungen hat, haben sie gesagt: "Okay, der ist besser, wir nehmen seine Religion an." Das heißt, der Prophet hat immer gemäß dem Intellekt der Menschen gesprochen, die natürlich kamen und hochphilosophische Antworten haben wollten, die hat ihnen auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geliefert natürlich. Mit jedem hat der Prophet gemäß dem Intellekt gesprochen. Eine weitere Gruppe kam, die eine wirklich sehr, sehr interessante Gruppe ist, die bis heute leider immer noch existiert. Eine Gruppe kam zum Propheten und fragte ihn: "Oh Muhammad, was sagst du über Unzucht?" Er sagt: es ist verboten, es ist haram. "Was sagst du über Alkohol trinken?" "Es ist verboten, haram." "Was sagst du über Glücksspiel?" "Verboten." "Oh Muhammad, wir sind bereit, deiner Religion beizutreten, aber erlaube uns bitte, Alkohol zu trinken und Glücksspiel zu machen und Unzucht zu begehen." Ja, diese Ausnahmen, erlaube es uns, aber dann sind wir bereit, deiner Religion beizutreten. Der Prophet sagte: "Der Islam bedeutet Hingabe, Taslim, al-Islam huwa Taslim. Taslim bedeutet die vollständige, vollkommene Hingabe zu den Gesetzen von Allah subhanahu wa ta'ala, zu seinen Geboten und Verboten. Nicht hier pick and choose quasi, nimm das, was dir gefällt." Sie sagten: "Okay, gib uns ein paar Tage zum Nachdenken." Sie kamen
später wieder. Sagt nur, Mohammed, wir sind bereit, deiner Religion beizutreten, aber erlaube uns wenigstens nur Alkohol zu trinken. Die Götzen zerstören wir alle, nur einen Götzen wollen wir behalten. Allah, so alle paar Tage machen wir so eine kleine Sajda zu ihm und den Rest zu Gott. Das würden wir gern so haben. Der Prophet sagte, nein, es ist keine Religion, wo man sich das aussuchen kann, was man haben will und was nicht. Diese Gruppe existiert leider bis heute. Und mir fällt gerade ein, Jabir ibn Abdullah al-Ansari, radhuanullah ta'ala alayhi, ein Gefährte des Propheten, kam einmal zu Imam Ali und sagte zu ihm, ich habe einen Traum. Kannst du mir diesen Traum deuten? Und der Imam sagte, was ist der Traum? Er sagte, ich habe geträumt, dass Kleidung vom Himmel kam und die Menschen haben sich einen Teil genommen und andere Teile nicht. Was bedeutet dieser Traum? Und der Imam sagte, dies sind die Zeichen des Tages der Auferstehung, die Zeichen am Ende der Zeit quasi, dass die Menschen nur diesen Teil der Religion nehmen, was ihnen passt, und den anderen weglassen. Genauso heute sehen wir sehr viele Muslime, auf denen das heute leider zutrifft. Muharram sind sie in der Moschee. Ramadan sind sie in der Moschee. Fasten ist cool, machen wir mit. Gebet passt, machen wir auch mit. Aber weh, du sagst mir, ich soll auf meinen Chicken Burger bei McDonald's verzichten. Da bin ich schon dran gewöhnt, sorry. Wir reden natürlich jetzt von nicht-islamischen Ländern, ansonsten islamische Länder, esst so viel ihr wollt. Mein Burger, nein. Musik, ja, ich bin bereit, Koran zu hören ab und zu, aber wenn ich ins Auto steige, ich kann nicht anders. Ich muss Musik hören, es geht nicht anders. Wir nehmen das, was uns passt, aber das, was uns nicht passt, was mir nicht logisch erscheint, das nehme ich nicht an. Und seit wann ist die Religion abhängig von dem mangelnden Intellekt des einzelnen Menschen? Der Islam kam, Islam bedeutet die Ergebung zu allen Gesetzen von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala kommt und sagt, dies sind die Vorschriften, das sind die Gesetze, das sind die Gebote und Verbote, muss ein Mensch sich allen Geboten hingeben und alle verbotenen Aspekte unterlassen. Aber heutzutage, viele Muslime sehen wir, dass sie nur diesen Teil der Religion rauspicken, der ihnen passt, und alles andere nicht. Ich bete ja, aber Hijab bin ich noch nicht bereit, da warte ich noch. Ich faste ja, aber das mit dem Gebet schaffe ich nicht, jeden Tag 5-mal am Tag zu beten, das ist zu schwierig, lassen wir erstmal. Darauf müssen wir extrem achten und vorsichtig sein, dass wir nicht zu dieser Gruppe gehören, die von der Religion nur das nehmen, was ihnen passt, was ihnen logisch erscheint, was ihnen angenehm ist, und das, was ein bisschen schwieriger ist, beiseite legen. Weitere kamen zum Propheten, weitere Stämme kamen zum Propheten und haben den Islam angenommen, beispielsweise Banu Thaqif. Ja, wir haben über Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi gesprochen, der Großgroßvater von Ali al-Akbar, der zum Propheten kam. Der Prophet erklärte ihm den Islam, er kehrte zu seinen Leuten zurück, hat ihnen gesagt, Mohammed ist ein wahrhaftiger Mensch, er ist ein Prophet, er hat dies, er hat das, und sie haben ihn getötet. Weshalb der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihn mit Mu'min al-Yasin verglichen hat. Ja, ja, min aqsal madinati rajulun yas'a in Sura Yasin, Mu'min al-Yasin, darüber haben wir gesprochen in dieser Vortragsreihe. Der Prophet hat ihn mit Mu'min al-Yasin verglichen, weil er auch zu seinem Volk zurückkehrte, sie warnte, er aber getötet wurde. Der Prophet schrieb Briefe an die verschiedenen Köpfe der religiösen Institutionen, der religiösen Instanzen, und einer dieser Briefe ging an eine christliche Gemeinschaft in Najran. Najran ist im heutigen Saudi-Arabien direkt an der Grenze zu Jemen, das heißt im Süden von Saudi-Arabien, direkt an der Grenze zu Jemen ist Najran. Und ein Brief von diesen Briefen ging dahin. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in diesem Brief stand im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Dieser Brief ist von Muhammad, dem Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa sallam. Wir glauben an den Herrn von Abraham. Wir glauben an den Herrn von Isaac und Ismail. Wir laden euch zur Religion des Islams ein. Nehmt keine Götter neben Allah subhanahu wa ta'ala an. Das heißt, wir sehen, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat mit den Gemeinsamkeiten angefangen. Es ist also nichts Verwerfliches, wenn wir an eine christliche Gemeinschaft herantreten oder eine jüdische Gemeinschaft herantreten, dass wir mit den Gemeinsamkeiten an diese Gemeinschaften herantreten. Dass wir sagen, wir glauben auch an Abraham, auch wir glauben an Ismail, auch wir glauben an Ishaq, auch wir glauben an Jakob und so weiter, Jakob und Yusuf und so weiter und so fort. Das heißt, der Prophet hat erstmal die Gemeinsamkeiten betont und dann sie zum Islam eingeladen. Und er hat ihnen zwei Möglichkeiten gegeben. Nämlich zum einen den Islam anzunehmen, das heißt, dass sie Muslime werden, oder aber, wenn sie ihre Religion beibehalten wollen, dass sie die Jizya zahlen, also eine extra Steuer zahlen, damit sie ihren Glauben beibehalten können. Und der große Vorteil ist, dass wenn eine Streitmacht sie eingreifen sollte, die Muslime verpflichtet sind, sie zu beschützen.
Das heißt auch heutzutage beispielsweise die Christen oder Juden, die beispielsweise in der Islamischen Republik Iran leben, wenn eine äußere Macht sie angreift, verteidigen sie auch natürlich die Christen und die Juden, die dort leben, weil es auch Einwohner dieses Landes sind, weil sie auch dort ihre Steuern zahlen, weil sie dort leben. Sie werden also auch dort verteidigt. Und die christliche Gemeinschaft in Najran bestand aus ca. 40.000 Mitgliedern oder 40.000 Menschen. Also war eine sehr große Gemeinschaft. Und das wirklich Interessante ist, wenn wir uns heute Saudi-Arabien anschauen, das Land, das oder welches als bester Partner des Westens gilt, ein starker Partner, ein verlässlicher Partner von Amerika, ein verlässlicher Partner des Westens. In diesem Land gibt es nicht eine einzige Kirche. In diesem Land gibt es nicht eine einzige Synagoge. In Saudi-Arabien gibt es nicht eine einzige Kirche. In Libanon gibt es Kirchen, in Irak gibt es Kirchen, in Iran gibt es Kirchen und Synagogen. Dort sind die Menschen, haben ihren Glauben, haben ihre Gotteshäuser, beten in ihre Gotteshäuser ohnelei Probleme. Aber Saudi-Arabien gilt als das Land, das die Menschenrechte, bla bla, dem Öl sei Dank natürlich. Ja, aber das ist wieder mal ein anderes Thema. Nur, dass man sieht, in welche Richtung sich das Ganze bewegt. Der oberste Bischof hat den Brief also bekommen, des Propheten sallallahu alaihi wa alihi. Er las den Brief und wandte sich an seine Helfer, an seine Berater. Er sagte, was haltet ihr davon? Was sagt ihr zu diesem Mann namens Mohammed, der uns geschrieben hat? Einer seiner Berater sagte, über alles andere kann ich dir etwas sagen, aber bezüglich dem Punkt Prophetentum enthalte ich mich. Wieso? Er sagte, weil im Buch Genesis steht, dass noch 12 Leute oder 12 Prinzen von der Linie von Ismail kommen. Und ich kann nicht ausschließen, dass davon nicht einer ein Prophet ist. Es kann sein, also ich enthalte mich diesbezüglich. Und hier sehen wir, diese Zahl 12 ist essentiell in der gesamten Menschheitsgeschichte. Musa a.s. hatte 12, Isa a.s. hatte 12 und auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Diese Zahl 12, man muss an diese Zahl 12 glauben. Und es gibt keine Rechtsschule im Islam, die diesen Aspekt mit der 12 so deutlich und genau und klar beschreiben kann, wie die Rechtsschule der Ahlul Bayt, salawatullahi wasalam alaihim. Ja, in den sunnitischen Büchern finden wir diese Zahl 12. Nach mir werden 12 Khalifen kommen, alle werden von Quraysh sein. Aber man sieht, wenn es dann darum geht, wer diese 12 sind, dass man nicht genau beschreiben kann. Oder wenn man diese beschreiben kann, dass man sieht, man selber glaubt gar nicht daran. Man muss nur irgendwie diese Zahl 12 zusammenkriegen. Hier schreibt man überall Namen, aber man selber ist gar nicht dabei. Man ist gar nicht überzeugt davon so richtig. Aber man muss es ja irgendwie, weil 12 steht nun mal drin. Und keine Rechtsschule, außer der Rechtsschule der Ahlul Bayt, salatullahu salam alayhim, kann mit dieser Zahl 12 so klar etwas anfangen, wie die Schia, die ihre 12 Imame haben. Der erste ist Imam Ali ibn Abi Talib, salatullahu salam alayhim, und der 12. Imam, Imam al-Mahdi al-Muntadhar, ajalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Also hat er, der oberste Bischof, 3 seiner größten Priester zu sich gerufen. Er sagte, ihr 3, ihr geht jetzt nach Medina und trefft den Gesandten Gottes trefft Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diese 3 Priester gingen nach Medina, wollten den Propheten treffen und sie hatten Gewänder an aus Seide und trugen ihre Juwelen und Gold und Diamanten und so weiter. Sie kamen in Medina an, sie gingen zur Prophetenmoschee, sie fanden den Propheten nicht. Sie sahen 2 Männer, haben sie gefragt, Uthman ibn Affan und Abdurrahman ibn Auf, wo finden wir Muhammad? Sie sagten, wir wissen es nicht, frag ihn dort drüben. Sie haben auf Ali ibn Abi Talib gezeigt, sie gingen zu Ali ibn Abi Talib. Und sie fragten ihn, wo finden wir Mohammed? Und er sagte, und was möchtet ihr von ihm? Wer seid ihr? Sie sagten, wir sind eine Gemeinschaft oder eine Gesandtschaft von Najran. Wir sind Christen, christliche Priester aus Najran. Wir haben den Brief von Mohammed bekommen und wir würden gerne mit ihm sprechen wollen. Imam Ali ibn Abi Talib schaute sich an und sagte, ja, ihr könnt mit ihm reden, aber zieht euch bitte etwas anderes an. Nehmt diese Juwelen und Diamanten und Gold weg. Mohammed ist ein Mann der Bescheidenheit. Tretet mit Bescheidenheit ihm gegenüber. Kommt am nächsten Tag zu mir und ich bringe euch zu Mohammed. Am nächsten Tag kamen sie zu ihm und er führte sie zum Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alihi. Sie traten ein, sie grüßten ihn, er grüßte sie, er fragte sie, wer seid ihr? Und sie haben genau das Gleiche gesagt, wir sind eine Abgesandtschaft aus Najran, wir sind 3 christliche Priester, wir haben deinen Brief bekommen und erlaubst du uns mit dir zu reden, O Muhammad? Er sagte, ja, natürlich, ahlan wa sahlan, herzlich willkommen, setzt euch. Und sie haben ihn gefragt, dürfen wir dir einige Fragen stellen? Er sagte, ja, natürlich, stellt eure Fragen. Und sie sagten, wer ist der Vater von Musa? Und er sagte, Imran.
Und sie sagten, wer ist der Vater von Josef, also von Yusuf? Und er sagte, Jakob. Und sie sagten, wer ist der Vater oder wer ist dein Vater? Und er sagte, Abdullah. Und sie fragten ihn dann, wer ist der Vater von Jesus Christus? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wartet ihr einen Augenblick, bis die Antwort kommt? Und sie sagten, ja, natürlich. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wartete auf die Antwort direkt von Allah subhanahu wa ta'ala, die Offenbarung. Und hier wurde der Vers offenbart in Surah 3, Vers 59, Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun, fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss, das Gleichnis Isas ist bei Allah wie das Gleichnis von Adam. Er erschuf ihn aus Erde, hierauf sagte zu ihm, sei, und da war er. Weil, was ist das Interessante? Die Christen sagen, dass Isa a.s. der Sohn Gottes ist, weil er keinen Vater hat, weil er nur eine Mutter hat. Der Koran sagt, wenn das so ist, dann hätte doch Adam a.s. ein viel größeres Anrecht darauf, der Sohn Gottes zu sein, weil Adam hat weder einen Vater noch eine Mutter. Isa hat wenigstens eine Mutter, a.s. Adam hat weder eine Mutter noch einen Vater. Wenn das nach eurer Logik gehen würde, dass derjenige der Beste ist, der keinen Vater hat, Adam hat weder Vater noch Mutter, dann müsste er doch erst recht der Sohn Gottes sein. Die Christen haben diese Antwort gehört, sie haben diskutiert, sie haben gesagt, okay, gib uns einen Tag Zeit, gib uns ein paar Tage Bedenkzeit, wir kommen zu dir wieder zurück. Daraufhin kamen sie später wieder und sagten, O Muhammad, du hast uns unsere Fragen beantwortet, wir danken dir dafür, aber wir sind nicht überzeugt davon. Wir möchten auf unseren Glauben verbleiben, wir möchten Christen bleiben. Wir glauben, dass du ein guter Mensch bist, aber kein Prophet. Und hier, finde ich, haben wir eine große Lehre erstmal. Manchmal diskutieren wir mit Leuten oder manchmal reden wir mit bestimmten Personen und versuchen auf Teufel komm raus, diese Person zu überzeugen von einer bestimmten Meinung. Auf Teufel komm raus, diese Person recht zu leiten. Als ob wir sie erzwingen wollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran deutlich und direkt, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala spricht zu seinen Propheten und sagt, gewiss, du kannst dich recht leiten, wen du gerne recht geleitet sehen möchtest. Allah aber leitet recht, wen er will. In Surah 28, Vers 56. Es ist auch der gesamte Gottes, sallallahu alaihi wa sallam, die beste Schöpfung Gottes. Wenn er manchmal mit Leuten diskutiert hat, konnte er sie nicht überzeugen. Sie haben den Islam nicht angenommen. War es aber sein Fehler? Nein. Er hat seine Aufgabe erfüllt, er hat die Argumente vorgetragen, er hat respektvoll geredet, er hat auf die Fragen geantwortet und es liegt an den Menschen, ob sie dies annehmen oder nicht. Der Prophet kann sie nicht zwingen, ihr müsst jetzt Muslime werden. Das ist nicht die Art des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa sallam. Entweder ihr werdet Muslime oder ich schlage euch den Kopf ab. Das ist nicht die Methodik des Islams. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, trägt seine Argumente vor, beantwortet die Fragen, redet respektvoll, redet höflich. Die, die den Islam annehmen, nehmen ihn an. Die, die den Islam nicht annehmen, nehmen ihn nicht an. Das ist ihre Entscheidung, das ist ihre Sache. Deswegen auch für uns eine Lehre, wenn wir mit Leuten diskutieren, wenn wir mit Leuten sprechen und wir sehen, wir können diese Person gerade nicht überzeugen, dann können wir oder dann sollen wir es nicht weiter mit Gewalt versuchen. Khalas, wir haben geredet, wir haben unsere Argumente vorgetragen, wir waren respektvoll, wir waren höflich, wir haben alle Beweise hervorgebracht. Wenn diese Person es nicht annehmen will, dann beende ich das, fertig. Weil was danach passiert, endet in Streit. In Streit und um Selbstgefälligkeit. Jetzt will ich mich beweisen ihm gegenüber. Es endet in Streit und Allah subhanahu wa ta'ala und der Islam wird zur Seite geschoben und jetzt geht es nur noch, mein eigenes Ich zu befriedigen. Und das sehen wir leider in 99% der Shia-Sunna-Diskussionen, die stattfinden. Wie kann ich den anderen fertig machen? Wie kann ich den anderen zerstören? Mit wie vielen Überlieferungen kann ich ihn zuballern, dass er gar nichts mehr machen kann? Gott, Islam, Wahrheit ist nebensächlich, wird zur Seite gerückt, jetzt mache ich ihn fertig. Genauso wie zwei Fans von Fußballmannschaften, wie sie sich gegeneinander anfeinden und einander beschimpfen, einander anschreien und so weiter und so fort. Manche sehen die Religion als eine Fußballmannschaft. Manche denken, ich gehöre zur Mannschaft Team Shia, die anderen denken, ich bin Team Sunna und jetzt bekriegen und beschimpfen und beleidigen wir uns. Das ist nicht der Islam, das ist nicht die Religion, mit der der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist. Daher sagte der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wa sallam und er machte darauf aufmerksam, dass wir diese Punkte unbedingt berücksichtigen müssen. Wenn wir mit anderen Leuten reden, wenn wir mit anderen Leuten diskutieren, dann auf eine respektvolle, höfliche Art und Weise. Und die Christen haben hier also gesagt,
Nein, wir werden keine Muslime. Das heißt, den ersten Punkt haben sie abgelehnt, den Islam anzunehmen, haben sie abgelehnt. Der zweite Punkt, okay, gerne, wenn ihr den Islam nicht annehmen wollt, seid ihr bereit, die Jizya, die Steuer zu zahlen? Sie sagt, nein, die Steuer wollen wir auch nicht zahlen. Wir werden einen Staat im Staat gründen. Ja, das heißt, im Staat des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wollen sie einen extra Staat gründen. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi sagte dann zu ihnen, seid ihr dann bereit, der Mubahala zuzustimmen? Mubahala bedeutet, man trifft sich oder man sagt, ich bin auf dem Recht, ich sage, ich bin mit dem Recht und ihr sagt, ihr seid mit dem Recht. Lasst uns treffen und gemeinsam ein Bittgebet zu Gott machen, dass er die Lügner verfluchen soll. Weil wenn jeder meint, er ist auf dem Recht, einer von beiden muss auf dem falschen Weg sein. Wenn du also denkst, du bist auf dem richtigen Weg, dann lass uns gemeinsam treffen und gemeinsam ein Bittgebet zu Gott sprechen und ihn darum bitten, dass er seinen Fluch auf die Lügner herabsetzt. Und sie sagten, ja, können wir machen. Wann soll es stattfinden? Er sagte, lasst uns morgen früh außerhalb am Rande von Medinas treffen, dort soll es stattfinden. Okay, wer bringt wen mit? Ihr bringt eure besten Leute mit und wir bringen unsere besten Leute mit. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi hat gesagt, wir bringen unsere besten Leute mit. Und daraufhin wurde der Vers in Surat Al-Imran herabgesandt, Surat 3, Vers 61. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Das bedeutet, wer nun mit dir darüber streitet, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so sage zu denen, kommt her, lasst uns unsere Söhne und eure Söhne, unsere Frauen und eure Frauen, unser selbst und euch selbst zusammenrufen und hierauf flehen und so den Fluch Allahs über die Lügner kommen lassen. Und ab hier will ich wirklich von einem Werk etwas zitieren, wie die Geschichte weitergeht und was darüber berichtet wird. Ich sehe gerade, ich habe das Buch leider zu Hause vergessen. Nämlich, ich wollte eigentlich zitieren von Al-Tabarsi in seinem Werk Majma al-Bayan, wie das Ereignis dargestellt wird. Ich wollte es eigentlich unbedingt vorlesen. Ich hole es mal schnell, ja? Sekunde bitte. Bismillah, wo ist er jetzt hin? So, da ist das Buch. Ich habe es glücklicherweise schnell gefunden. Das ist das Werk Imam Ali, eine Biografie, Band 2. Das habe ich euch schon mal vorgestellt. Und in diesem Werk auf Seite 145 wird oder zitiert er die Worte von Al-Tabarsi in seinem Werk Majma al-Bayan. Er sagt, als der Prophet die Leute aus Najran zur gegenseitigen Verfluchung aufforderte, baten sie um Bedenkzeit bis zum nächsten Tag und kehrten zu ihrer Karawane zurück. Ihr Bischof sagte zu ihnen, seht euch morgen Mohammed genau an. Wenn er mit seiner Familie herauskommt, dann sollt ihr euch hüten, gegen ihn bei der gegenseitigen Verfluchung anzutreten. Erscheint er zusammen mit seinen Genossen, dann nehmt ruhig die Herausforderung an und wisset, dass er in diesem Fall nicht siegen wird. Subhanallah, also das ist wirklich, als ich das gelesen habe, das war wirklich ein Gänsehautmoment. Oder die Christen haben das erkannt, was ein Großteil der Muslime bis heute nicht erkannt hat. Nämlich, dass die Stellung der Familie höher ist als die Stellung der Sahaba. Was hat er gesagt, der oberste Bischof? Er sagte, schaut euch die Leute Mohammeds an, mit wem er kommt. Wenn er mit seinen Gefährten kommt, dann seid euch sicher, ihr werdet gewinnen. Wenn er aber mit seiner Familie kommt, dann nehmt die Herausforderung nicht an, diese könnt ihr nicht gewinnen. Ein Christ hat das erkannt, was Umar bin Sa'ad beispielsweise nicht erkennen konnte am Tage von Ashura. Ein Christ hat das erkannt, was viele Muslime leider nicht erkennen können, nämlich welche Stellung die Ahlul Bayt, salatullahi wa salamu alayhim, haben. Und er sagt dann weiterhin, als der Morgen heranbrach, erschien der Prophet und erhielt Ali ibn Abi Talibs Hand. Hassan und Hussein marschierten vor ihm und Fatima hinter ihm. Auch die Christen kamen, an ihre Spitze schritt der Bischof. Sobald er den Propheten und seine Begleiter sah, fragte er nach der Identität der Begleiter. Und man antwortete, dies ist sein Vetter Ali und der Mann seiner Tochter, der bei ihm der beliebteste Mensch ist. Die beiden Knaben sind die Kinder von Fatima und Ali. Der Prophet liebt sie über alles. Die Frau ist Fatima, seine Tochter, die bei ihm die teuerste und liebste aller Menschen und in seinem Herzen der nächste Mensch zu ihm ist.
Und wirklich, ich glaube, ein Liebender der Ahlul Bayt alayhi salam würde die gesamte Dunya und was darin ist verkaufen, um diesen Anblick zu sehen. Stellt euch diesen Anblick vor, Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi kommt, erhält Ali ibn Abi Talib alayhi salam, vor ihm Hassan und Hussein als Kinder, 5 und 6 Jahre alt, hinter ihm schreitet die Herrin der Frauen aller Welten, Fatima al-Zahra alayhi salam. Was muss das für ein heiliger und gesegneter und wunderschöner Anblick sein, dass der Prophet mit diesen Persönlichkeiten kommt? Salatullah wa salam alayhim ajma'in. Und wenn wir uns nun diesen Vers genauer anschauen, was darin gesagt wird, nämlich der Prophet sallallahu alaihi wa alayhi sagt, wir holen unsere Söhne. Wen hat der Prophet geholt? Hassan und Hussein. Moment mal, Hassan und Hussein, sind es die Söhne des Propheten oder die Enkelsöhne des Propheten? Es sind die Enkelsöhne, es sind nicht seine Söhne. Es sind die Söhne von Fatima und Ali, salatullah wa salam alayhim ajma'in. Aber was will der Koran hier deutlich machen? Der Koran sagt, oder als wolle der Koran sagen, Hassan und Hussein sind die Söhne des gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alaihi. Hassan und Hussein sind wie die leiblichen Kinder von Rasulullah, sallallahu alaihi wa alaihi. So sehr liebt er sie, so sehr sind sie ihm nah. Und die wichtigste Lektion, finde ich, hier in diesem Fall ist, dass er die Kinder mitgenommen hat zu solch einem Ereignis. Er hätte sagen können, Hassan und Hussein, 5, 6 Jahre, das sind Kinder, lass sie zu Hause spielen. Aber als wolle der Prophet sagen, Kinder sind unsere Zukunft. Kinder beziehen wir in unsere Entscheidungen mit ein. Kinder sind an der ersten Front unserer wichtigsten Ereignisse, die wir hier haben. Was sehen wir heutzutage? Die meisten Menschen kommen, entweder lassen sie ihre Kinder zu Hause, wenn sie zur Moschee kommen, spielen Playstation, bleibt zu Hause, wir gehen in die Moschee. Oder aber wenn sie in die Moschee kommen, werden sie irgendwo in eine tiefe, dunklere Ecke abgestellt. Bloß keinen Krach machen, leise sein, während wir hier in der Moschee zuhören. Was machen wir mit unseren Kindern, wenn wir hier zur Moschee kommen? Das ist wirklich ein sehr trauriges Ereignis. Wenn es ein Theaterstück gibt, was beispielsweise die Geburt von Imam Ali darstellt oder andere Ereignisse, sieht man, dass an vorderster Stelle die ältesten Leute sitzen, die ältesten Männer sitzen. Die Kinder sind irgendwo ganz hinten und sehen davon nichts. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi zeigt, die Kinder gehören an der ersten Stelle, gehören an der Front unserer Ereignisse und unserer Veranstaltungen, unserer Begebenheiten, weil sie die Zukunft sind. Wenn wir nicht anfangen, mit unseren 5- oder 6-Jährigen so zu verfahren, wie sollen wir dann später erwarten, dass sie diese Angelegenheit übernehmen und den Islam weitertragen an die nächsten Generationen? Und letztens hatte ich wirklich ein sehr, sehr schönes Ereignis, ein privates Erlebnis. Ich habe den Gebetsteppich genommen zu Hause und wollte beten. Und meine Tochter von sich alleine, sie kam zu mir, Baba betet. Ich sagte ja, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Sie nahm ihr Teppich, wir haben so einen Kinderteppich. Sie nahm ihr Teppich, sie ist 2 Jahre und 3 Monate alt. Nahm ihr Kinderteppich, hat sie vor mir ausgebreitet, hat einen Hocker geholt, hat sich hingestellt, hat einen Stein genommen, hat den hingemacht, hat so da hat so den Rukur gemacht zu Jude, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Wieso? Weil die Eltern Vorbildfunktion für die Kinder sind. Du kannst deinem Kind sagen, bete, 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 aber wenn du selber nicht betest, wird das Kind auch nicht beten. Ich kannte mal jemanden, wirklich, das war zur Schulzeit. Der Vater kam zu mir und sagte, bring mal meinen Sohn bei zu beten. Er war in meiner Klasse, ein guter Freund von mir. Sein Vater kam zu mir, das war ein Palästinenser. Er sagt, bring meinen Sohn bei zu beten und zu fasten. Er soll ein bisschen religiös werden. Ich meine, wieso hast du ihm das nicht gezeigt? Und der Vater selber sagt, nein, ich kann selber nicht beten, aber bring es ihm bei. Ich habe selber nie gebetet, das war für mich jetzt nicht so. So, wenn es für dich nicht wichtig ist, wie kannst du erwarten, dass der Sohn dann betet? In erster Linie müssen wir bei uns anfangen, bevor wir unsere Kinder erziehen. Ein wirklich sehr, sehr wichtiger Punkt, eine Lektion, was uns Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi hier beibringen möchte, dass Hassan und Hussein an erster Stelle und an der ersten Front sind. Und der Koran bezeichnet sie als Söhne von Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi. Muawiyah kam einst und fragte einen seiner Diener, Warhan hieß er, glaube ich, Warhan oder so. Er sagte zu ihm, was sagen die Leute über Hassan und Hussein? Und er sagte, sie sagen, sie sind die Söhne des gesandten Gottes aufgrund des Verses der Mubahala. Und er sagte, wie kann das sein, die Söhne, oder man kann sie als Söhne bezeichnen, wenn sie die Söhne von seinem Sohn sind, aber nicht die Söhne seiner Tochter. Weil Hassan und Hussein sind die Söhne der Tochter des gesandten Gottes und nicht die Söhne seines Sohnes. Wie kann es sein, dass man Hassan und Hussein als seine Söhne, nein, sie sind seine Enkelsöhne. Der Diener sagte, tut mir leid, ich wusste nicht, dass es so ein emotionales Thema ist. Du hast mich gefragt, ich habe geantwortet, dass die Menschen sagen, sie sind seine Söhne. Ein paar Wochen später war Eid und Muawiyah rief diesen gleichen Diener zu sich. Er sagte, verteile Geschenke an meine Söhne. Er ging, verteilte Geschenke an alle. Am nächsten Tag rief Muawiyah ihn zu sich. Er meinte, komm zurück oder komm her.
Er sagte, was ist los? Er sagte, ich habe dir doch gesagt, du sollst Geschenke an meine Söhne verteilen. Er meinte, ja, habe ich doch gemacht. Er meinte, was ist mit den Söhnen meiner Töchter? Er sagte, Sayyidi, vor ein paar Wochen hast du gesagt, die Söhne der Tochter gehören nicht zu den Söhnen. Sie sind Enkelsöhne. Du hast gesagt, ich soll an deine Söhne verteilen. Also habe ich an deine Söhne und die Söhne deiner Söhne, aber die Söhne deiner Töchter habe ich ausgelassen. Jetzt, wenn es zu dir kommt, oh Muawiyah, die Söhne deiner Töchter sind plötzlich deine Söhne. Aber wenn es bei Fatima a.s. und Rasulullah ist, dann plötzlich nicht mehr. Und so eine ähnliche Begebenheit gab es auch mit Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi und Sa'id ibn Jubair. Auch Al-Hajjaj sagte, was soll das, dass die Menschen sagen, Hassan und Hussein sind die Söhne des Gesandten Gottes. Sie sind seine Enkelsöhne, weil sie von seiner Mutter abstammen. Oder von der Mutter, das heißt von Fatima a.s. Und er sagte, Jubair sagte, nein, sie sagen, es sind die Söhne wegen des Ereignisses der Mubahala, Ayat al-Mubahala. Er sagte, nein, das kann nicht sein, ich will sowas nie wieder hören. Er sagte, okay, darf ich dich eine Sache fragen? Er sagte, ja. Er sagte, berichte mir über die Propheten, Ismail, wie ist er zu Ibrahim? Er sagte, es ist sein Sohn, okay. Und Ishaq, sein Sohn. Jakub gehört zu seinen Söhnen. Yusuf gehört zu seinen Söhnen. Er sagte, und Isa a.s., wie? Er sagte, ja, ist auch sein Sohn. Durch wen? Durch seine Mutter, Mariam. Weil er wusste, es gibt keinen Ausweg mehr. Hier plötzlich bezieht man die Verwandtschaft von Isa zu Ibrahim durch seine Mutter Mariam. Aber wieso soll es nicht erlaubt sein, dass man Hassan und Hussein als die Söhne des Propheten bezeichnet? Durch Fatima a.s. Da sieht man immer wieder diesen Widerspruch. Wenn es um Muhammad wa al-Muhammad geht, dann rote Linie. Dann darf man nichts über sie sagen. Dann zählen alle Regeln der Naturwissenschaft nicht mehr. Aber über andere können wir das ruhig noch annehmen. Unsere Söhne und wer noch? Unsere Frauen. Und wen hat der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi mitgebracht? Fatima al-Zahra, sallallahu alaihi wa alaiha. Aber Moment mal, der Koran sagt, wa nisa'ana wa nisa'akum, unsere Frauen in der Mehrzahl. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi war verheiratet, hatte mehrere Frauen. Wo war Aisha, wo war Salama, wo waren die anderen Frauen? Wieso hat der Prophet nur eine einzige Frau mitgebracht? Als wolle der Prophet sagen, all diese lebenden Frauen, die existieren, sind nicht mal der Staub unter den Füßen Fatimas a.s. Sie ist die Herrin der Frauen der Welten. Sie ist die Herrin der Frauen des Paradieses. Fatima alleine reicht aus, um alle Frauen quasi zu ersetzen. Und eine weitere starke Lektion: Er hätte Fatima auch alleine zu Hause lassen können. Er hätte Fatima sagen können, Fatima, das sind fremde Männer, du darfst hier nicht gesehen werden, du bist eine Frau, du musst zu Hause bleiben, weil Tatsache ist, dass wir leider heutzutage einige oder viele, eher viele religiöse Menschen auch haben, die denken, die Frau muss zu Hause bleiben. Die Frau darf nicht arbeiten, die Frau darf nichts machen, die Frau darf sich politisch nicht engagieren, die Frau darf sich sozial nicht engagieren, die Frau bleibt zu Hause, kocht, kümmert sich um die Kinder und Punkt aus. Und es gibt manche wirklich, und das ist das Traurige, manche religiöse Geschwister, die sagen, ja, meine Frau studiert zwar gerade oder meine Verlobte studiert zwar gerade, aber sobald wir heiraten, werde ich sie zwingen, dass sie ihr Studium abbricht und zu Hause bleiben muss. Wer bist du, dass du denkst, bessere Entscheidung als der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi zu treffen? Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi hat Fatima zu diesem wichtigen Ereignis mitgebracht. Er hätte sie auch zu Hause lassen können, aber er wollte eine Position damit beziehen und sagen, sollte irgendjemand später in der Zukunft kommen und sagen, Frauen gehören zu Hause hin, Frauen dürfen sich nicht politisch engagieren, hier ist meine wertvollste und wichtigste Perle Fatima, die ich mitgebracht habe zu solch einem wichtigen Ereignis, das Ereignis der Mubahala. Er nahm Fatima a.s. mit. Und der dritte Punkt, wa anfusana wa anfusakum. Und wer auch immer mit diesem Punkt gemeint ist, wisset, dass Allah subhanahu wa ta'ala über den Propheten sagt, innaka la'ala khuluqin azim. Und du bist wahrlich, oder du besitzt wahrlich hohe moralische Tugenden, hohe moralische Eigenschaften. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Propheten, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Und wir haben dich nicht entsandt, außer als Barmherzigkeit für die Welten. Das heißt, egal wer nun als selbst des Propheten bezeichnet wird, auf ihn treffen diese Sachen zu. O Rasulullah, wer ist derjenige, der dir am nächsten ist, der dein Selbst ist, der deine Seele ist, wo du sagen würdest, niemand ist mir näher als dieser Mann? Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi. Ali, der Sohn von Abu Talib. Und kein anderer Mensch kam von den Propheten in Frage, außer Ali, alayhi salam. Und dann sagt man wirklich, ihr Schia, wieso befolgt ihr Ali nach dem Propheten?
ihr Schia, wieso befolgt ihr Ali als Imam, als der Prophet verstarb? Und wie können wir nicht Ali befolgen, wenn er die Seele des gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi ist? Wenn der Prophet stirbt und zu seinem Herrn zurückkehrt und wir wissen, seine Seele ist noch da im Körper von Ali. Und er sagt über ihn, du bist meine Seele, du bist Ruhi, du bist von mir zu Ali. Wie können wir überhaupt daran denken, jemand anderes zu befolgen als Ali ibn Abi Talib, salatullahi wa salam alayhi. Deswegen sehen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi mit Imam Amir al-Mu'minin salatullahi wa salam alayhi kam. Und hier zitiere ich nochmal aus diesem Werk auf Seite 145. Schaut, was er zu diesem Punkt Anfusana sagt. Er sagt, Anfusana, so At-Tabarsi weiter, bezieht sich nur auf Ali. Es ist falsch zu behaupten, dass damit die Person des Propheten gemeint ist, weil manche sagen, mit Anfusana meint der Prophet sich selber. Er sagt, es ist falsch zu behaupten, dass damit die Person des Propheten gemeint ist. Wieso? Er sagt, denn der Erhabene, also der Prophet selbst, ist derjenige, der dazu, also zur Mubahala aufgefordert hat. Und es ist Unsinn, dass der Mensch sich selbst auffordert. Sinnvoll ist es, dass der Mensch einen anderen auffordert. Da sich demnach das Wort Anfusana auf eine andere Person als den Propheten beziehen muss, kann diese Person nur Ali a.s. sein. Weil niemand bis jetzt die Behauptung aufgestellt hat, dass eine andere Person als Ali, seine Ehefrau und seine beiden Söhne an der gegenseitigen Verfluchung teilgenommen hätten. Und das zeugt von Alis hohem Rang und er ehrenvoller Stellung, dass Gott ihn als die Seele des Propheten bestimmt hat. Allahu Akbar, er wird als die Seele des Propheten bestimmt. Das ist eine Vortrefflichkeit, die Ali mit niemandem teilt. Ali ist der Einzige, der diese Vortrefflichkeit hat. Diese Deutung von Anfusana kann durch andere Berichte gestützt werden. Es gibt unter anderem einen Bericht, dem zufolge man den Propheten über seine Genossen, also seine Gefährten, ausgefragt und der Prophet auch geantwortet habe. Dann habe man ihn gefragt, aber was ist mit Ali? Worauf der Prophet geantwortet habe, du hast mich über die Leute und nicht über meine Seele, also Ali, gefragt. Weil in dieser Überlieferung heißt es, habe ich ja am Anfang zitiert, über die Gefährten, bis man ihn dann fragte, und was ist mit Ali? Er sagte, du hast mich über die Gefährten gefragt, nicht über Ali ibn Abi Talib, über die Seele, Ali a.s. Außerdem sagte der Prophet einmal zu Buraida al-Aslami, O Buraida, feinde Ali nicht an, da er von mir und ich von ihm bin. Deswegen bitte ein Appell an jeden, wenn wir sagen, wir befolgen Ali ibn Abi Talib, dann genau aufgrund dieser Tatsachen. Ayat al-Mubahala ist ein deutlicher Beweis dafür, welchen Rang Ali ibn Abi Talib a.s. unter den Menschen hat, unter den Gefährten hat, unter allen Männern zu jener Zeit hatte, als die Seele des Gesandten Gottes, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Das Interessante ist, wirklich, einmal kam Muawiyah zu Sa'd ibn Abi Waqqas und er sagte zu ihm, diese Überlieferung ist in Bukhari zu finden. Wir werden inshallah in einem separaten Vortrag, wenn wir über Muawiyah sprechen, auch die ganzen Überlieferungen und Aussagen dazu einblenden, inshallah. Jetzt mal kurz als Vorgeschmack. Muawiyah kam einmal zu Sa'd ibn Abi Waqqas und sagte zu ihm, O Sa'd, was hindert dich daran, Abu Turab zu verfluchen? Er sieht ihn so nach dem Motto, weshalb verfluchst du Abu Turab nicht? Das ist doch etwas Selbstverständliches. Abu Turab ist der liebste Name liebste Beiname von Ali ibn Abi Talib, weil der Prophet ihm diesen Beinamen gegeben hat. Er sagte, O Sa'd, was hindert dich daran, Abu Turab zu verfluchen? Und hier sieht man wirklich übrigens die verrückte Geschichte, die wir heutzutage haben. Manche kommen und sagen, Amir al-Mu'minin Muawiyah. Der Fürst der Gläubigen Muawiyah. Amir al-Mu'minin Muawiyah, radiyallahu an, fragte Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu an, wieso verfluchst du Ali ibn Abi Talib nicht, radiyallahu an. Wo ist hier die Logik? Und alle sollen im Paradies sein, das wird ein sehr interessantes Paradies, wo Leute sind, die gegenseitig sich verfluchen. So ein Paradies wollen wir nicht. Im Paradies will man keine Kopfschmerzen mehr haben. Dann ist man im Paradies und die Streitereien gehen weiter. Wie sollen zwei Leute Ali verfluchen und diese zwei Leute sind im Paradies und Ali ibn Abi Talib ist der Inhaber des Paradieses? Wie soll das funktionieren? Man muss sich entscheiden. Wie dem auch sei, er sagte, dieser Sa'd ibn Abi Waqqas antwortete, er sagte, ich verfluche Ali nicht aus drei Gründen. Es hat einen Grund, wieso ich Ali nicht verfluche. Erstens, das Ereignis von Tabuk, als der Prophet sallallahu alaihi wa alihi sagte, O Ali, du bist von mir
wie Harun zu Musa war, außer dass es nach mir keinen Propheten geben wird. Ya Ali, anta minni bi manzilati Haruna min Musa, illa annaka lasta bi nabi. Das ist der erste Grund, wieso ich Ali nicht verfluche. Der zweite Grund ist das Ereignis von Khaybar, wo der Prophet sagte, morgen übergebe ich diese Flagge einem Mann, den Allah und sein Gesandter liebt und der Allah und seinen Gesandten liebt. Und das war Ali ibn Abi Talib a.s. Und drittens, aufgrund des Ereignisses der Mubahala, als er als das Selbst, als die Seele des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi bezeichnet wurde. Also ganz, ganz eindeutige Angelegenheit. Und nachdem nun also die Mubahala stattfinden sollte, die Christen kamen und sahen, dass Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi mit Ali und Fatima und Hassan und Hussein gekommen sind, haben sie sofort gesagt, nein, wir brechen an dieser Stelle ab, wir nehmen an der Mubahala nicht teil. Wieso? Man ging zum Bischof und fragte, wieso nehmen wir nicht teil? Er sagte, siehst du nicht diese Persönlichkeiten? Siehst du nicht das Licht, das von diesen Persönlichkeiten ausstrahlt? Und wenn sie den Berg darum bitten würden, dass er sich bewegt, so würde sich der Berg darum bewegen. Etwas, was Christen erkannt haben, was leider viele Muslime nicht erkennen können. Nämlich den Rang und den Maqam der Ahlul Bayt, salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in. Sie haben also die Mubahala abgebrochen und sollten nun, haben gesagt, okay, wir sind bereit, die Jizya zu zahlen, die Steuer zu zahlen. Wer schreibt jetzt die Punkte auf, was die Jizya ist, was die Steuern sind, wie die Vereinbarung ist? Ali, komm. Amir al-Mu'minin, salatullah wa salamu alayhi, kam, hat die Punkte allesamt aufgeschrieben, sie haben sich geeinigt und wer will, kann diesen Brief, beziehungsweise die Einigung und diesen Vertrag, den Ali geschrieben hat, auf Seite 146, kann er hier alles im Wortlaut nachlesen, ist alles übersetzt. Aus Zeitgründen werde ich das jetzt hier nicht nochmal vorlesen. Ali a.s. kam, sie haben sich geeinigt und die Christen gingen zurück nach Najran und haben also damit der Mubahala nicht zugestimmt, beziehungsweise haben sie rechtzeitig abgebrochen, um den Fluch Gottes quasi von sich abzuwenden. Jetzt die Frage, beziehungsweise der Vers endet ja damit, dass der Fluch Gottes auf die Lügner kommen soll. Und mit diesem Punkt schließen wir inshallah ab. Was hat es mit dem Fluch Gottes auf sich, mit dem La'an auf sich? Weil diese Frage stellt sich immer wieder, dürfen wir La'an machen? Wenn ja, gegen wen? Was hat es mit dem La'an auf sich? Erstmal müssen wir verstehen, was La'an eigentlich bedeutet. Viele übersetzen das mit beleidigen oder verfluchen oder beschimpfen und so weiter. Das ist nicht ganz richtig. La'an ist ein Bittgebet zu Gott, dass er seine Barmherzigkeit von dem Menschen entziehen soll. Das heißt, wenn wir La'an auf jemanden machen, dann sprechen wir ein Bittgebet zu Gott und sagen, oh Allah, entziehe deine Barmherzigkeit von dieser Person. Was bedeutet das eigentlich? Behandle diese Person so, wie sie es verdient. Behandle diese Person gerecht, nach dem Motto. Wieso? Weil welcher Mensch kann von sich aus behaupten, dass er aufgrund seiner Tat nur das Paradies betreten kann? Kein einziger. Alle von uns sind auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Ohne die Barmherzigkeit Gottes, wer von uns könnte das Paradies überhaupt nur riechen? Geschweige denn von betreten. Das heißt, wir sind alle von der Barmherzigkeit Gottes abhängig. Und wenn wir nun ein La'an machen auf eine Person, heißt es, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala darum beten, dass er seine Barmherzigkeit von dieser Person entzieht. Das heißt, die bessere Übersetzung für La'an wäre vielleicht die Verwünschung. Jemanden verwünschen. Verwünschen ist das Gegenteil von jemandem etwas Gutes wünschen oder das Gute jemanden wünschen. Verwünschen bedeutet, dass wir Gott darum bitten, dass er von ihm das Gute entziehen soll, seine Barmherzigkeit entziehen soll. Also, der Koran macht La'an. Isa und Dawud beispielsweise in Surah 5, Vers 78 machen La'an. Das heißt, der La'an ist etwas, was im Koran verankert ist. Bedeutet es aber, ich kann immer und jederzeit und überall La'an machen? Nein. Tabarra hat seinen Ort und seine Zeit. Wenn jemand von einer anderen Rechtsschule bei mir sitzt, gehört es sich nicht, dass ich La'an auf seine Persönlichkeit mache, die er respektiert und die er befolgt und verehrt. Das gehört nicht zu den Akhlaq und zu den Usul eines Menschen. Wenn jemand bei mir sitzt, geziemt es sich nicht, dass ich La'an auf diese Person mache, die er verehrt. Aber bedeutet es, dass ich keinen La'an mache? Nein. La'an ist etwas, was wie gesagt im Koran verankert ist. Und wie ein Dichter sagte, und die Menschen sagten zu mir, hör auf, Yazid zu verwünschen, denn Allah könnte ihm vergeben haben. Und der Dichter antwortet und sagt, daraufhin habe ich mein La'an verdoppelt, denn wenn Allah gewillt ist, Yazid dafür zu vergeben, dass er Hussein tötete, so wird er mir auch vergeben, wenn ich La'an auf Yazid mache.
La'an ist also etwas, was man machen kann, aber es hat einen Ort und eine Zeit. Viel wichtiger ist aber folgender Punkt, den kaum einer beachtet. Viel wichtiger ist der Punkt, dass wir aufpassen müssen, dass der La'an nicht auf uns zurückkehrt, auf uns zurückkommt. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt La'an auf Yazid mache, Yazid, weil er Imam Hussein getötet hat, Yazid, weil er sich nicht an die Gebote Gottes gehalten hat, Yazid, weil er Haram begangen hat, Yazid, weil er Musik immer um sich herum hatte in seinem Palast in Damaskus, Yazid gehört zu denjenigen, die viel Musik gehört haben. Und ich mache La'an auf diesen Yazid, Yazid, weil er Musik gehört hat. Und ich kann keine Hochzeit feiern, ohne dass darin Musik läuft. Und ich kann keinen Schritt aus meinem Haus rausmachen, ohne dass ich Musik im Ohr habe. Und ich kann nicht in ein Auto aussteigen, ohne dass ich Musik anmache. Und ich kann nicht einschlafen, ohne dass ich Musik irgendwie anmachen muss, um zu schlafen. Tritt dann dieser La'an, den ich gemacht habe, nicht direkt auf mich zurück? Was ist der Unterschied? Ich verfluche jemanden beispielsweise, weil er Musik hört. Und genau das Gleiche mache ich. Wenn wir den La'an auf Shimr und Umar ibn Sa'ad machen, weil sie den Menschen Unrecht getan haben, weil sie die Menschen unterdrückt haben, muss ich aufpassen, dass dieser La'an nicht zu mir zurückkehrt, wenn ich über Menschen lästere, wenn ich ihnen Unrecht tue, wenn ich sie beleidige und beschimpfe und so weiter. Das heißt, in erster Linie, wenn wir La'an machen, müssen wir darauf aufpassen, dass dieser La'an nicht zurück zu uns kommt und uns trifft. Weil wir die gleichen Taten wie die machen, die wir gerade am verwünschen sind. Das ist wirklich ein essentieller Punkt, den wir beachten müssen. Und wir sehen leider heutzutage auch viele Menschen, die La'an auf bestimmte Persönlichkeiten machen, aber in ihrem Kern, in ihrem Verhalten unterscheiden sie sich in keinem Millimeter vom Verhalten dieser Person, die sie gerade verwünschen oder wo sie La'an auf sie machen. Das heißt, diesen Punkt müssen wir berücksichtigen, inshallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.